Es war an einem lauen Sommerabend im Jahre 1936, als Funkmeister Müller es sich vor der Funkmeisterei auf einem Stuhl gemütlich gemacht hatte. Er zündete sich eine Zigarette an und beobachtete den Sternenhimmel, um ein wenig zu entspannen. Plötzlich erschien ein heller Lichtblitz am Nachthimmel und Müller sah, wie etwas mit rasanter Geschwindigkeit in Richtung Erde stürzte. Je näher das Objekt kam, fiel ihm die scheibenförmige Konstruktion des Gegenstands auf und er schätzte den Durchmesser auf ca. 30 bis 40 Metern ein. Und das Objekt schien in verschiedenen Farben zu pulsieren. Während er noch seine Gedanken verarbeitete, war er aufgesprungen und stand mit aufgerissenem Munter, die Zigarette fiel zu Boden, und bevor er fertig überlegen konnte, was seine nächsten Schritte sein werden, schlug das Objekt im Schwarzwald ein. Müller rannte in die Funkmeisterei und setzte sich vor sein 10 Watt Sender Caesar Funkgerät und begann das gerade Erlebte in verschlüsselter Form zu funken. Und ein Kollege sendete die Botschaft in verschlüsselten Morsecode parallel hinterher. Harker 1, hier Iltis, ich habe einen Spruch für Sie, kommen. Hier Harker 1, kommen. Hier Iltis, Zeit 291548, Gruppenzahl, 1, 2, Alpha 3, 5. Trennung! Mit Erfolg, denn kurze Zeit später meldete sich in verschlüsselter Form ein SS-Sturmschauführer und informierte ihn über den sofortigen Bergeplan, welcher durch die SS durchgeführt werden wird und dass er sich bitte an den durchgegebenen Koordinaten in circa zwei Stunden einfinden soll. Liebe Zuschauer, liebe Pisoten, so oder so ähnlich, kann ein geheimnisvoller und angeblicher UFO-Absturz im Jahre 1936 über Freiburg stattgefunden haben? Ich habe mir die Geschichte drumherum selber einfallen lassen und diese für euch vertont, um mit der richtigen Stimmung in dieses Thema einzutauchen. Obwohl es keinen absoluten und endgültigen Beweis für den Vorfall gibt, tauchten in den 1990er Jahren unter anderem durch die Auflösung der Sowjetunion. Berichte über ein 1936 abgestürztes UFO im Schwarzwald bei Freiburg auf. Dem Behauptung zufolge war die SS schnell vor Ort, um das abgestürzte UAP zu bergen. Es wurde sehr diskret zur Wewelsburg nach Nordrhein-Westfalen transportiert und für alle, denen der Name Wewelsburg nicht sagt, die Wewelsburg, also so wie sie heute noch dasteht, wurde von 1603 bis 1609 errichtet. Die Wurzeln der Burg reichen aber bis 1123 zu Graf Dietrich von Arnsberg zurück. Jedenfalls wurde die Wewelsburg im Dritten Reich zunächst als Reichsführerschule für SS-Offiziere gedacht, aber Ende der 1930er Jahre wurden Maßnahmen ergriffen, welche die Wewelsburg mehr und mehr in eine abgeschottete zentrale Versammlungsstätte für die höchsten SS-Offiziere umformte. Als dieses UAP in der Burg ankam, untersuchten zahlreiche SS-Wissenschaftler und Ingenieure, dieses Fluggerät und begannen, es nachzukonstruieren. Sie schafften es auch, bestimmte Teile der Technologie herauszuarbeiten, die sich für den bevorstehenden Krieg als vorteilhaft erweisen könnten. Wohlgemerkt, wir sind noch im Jahre 1936, aber Hitler und das Regime planten und bauten das Militär bereits seit 1935 in Erwartung vor solch, vor solch einem Krieg aus. Dazu Abwehr eines möglichen französischen Angriffs bis zu zehn sofort einsetzbare Divisionen an der Westgrenze stehen mussten und diese Kader somit für den Aufbau des Heeres ausfielen, erhöhte die Heeresführung das anzustrebende Rüstungsziel auf 30 bis 36 Divisionen. Mit Hitlers Proklamation der Wehrhoheit, also des Gesetzes über den Aufbau der Wehrmacht und Wiederherstellung der Wehrhoheit am 16. März 1935, wurde die Stärke des Friedensheeres auf nunmehr 36 Divisionen festgelegt. Mit der gleichzeitigen Bekanntgabe des Wehrgesetzes wurden auch formal die letzten Beschränkungen des Versailler-Vertrages abgestreift und die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, also zum 1. Oktober 1935, verkündet, womit Hitler ein 1933 an die Generalität vergebenes Versprechen einlöste. Im Juli wurden dann die vom Generalstab ausgearbeiteten Pläne verabschiedet, wonach zum 1. Oktober 1939 die Heeresstärke rund 700.000 Mann, also eingeteilt in 33 Infanterie und drei Panzerdivisionen, betragen sollte. Zum ersten Mal wurden auch konkrete Angaben zum Kriegsjahr gemacht, dass im April 1936 auf 28 Divisionen, im Jahr 1939 auf 49 und endgültig im Jahre 1941 auf die geplante Stärke von 63 Divisionen anwachsen sollte. Den einen oder anderen hat diese Information vielleicht gelangweilt. Ich finde es aber wichtig, ich möchte immer relativ weit ausholen, um einfach das, was ich zu erzählen habe, hier einfach untermauern kann und das auch mache und möchte. Aber kommen wir wieder zurück zu dem, was ich euch in dem Video erzählen möchte. Und wie ihr schon richtig erkannt habt, geht es heute um das Thema haunebu flugscheiben Frill-Flugscheiben, Reisflugscheiben und so weiter. Ich persönlich... Ich bin ein großer Fan von diesem Thema, seitdem ich das erstmal vor langer Zeit mit diesen Informationen in Kontakt geraten bin. Und ich finde das einfach mega faszinierend. Was wirklich witzig ist, ich habe meinem Vater, das ist schon relativ lang her, von Reisflugscheiben erzählt. Und er hat gesagt, hat er noch nie gehört. Witzigerweise im Bekanntenkreis von uns hat mein Vater einen guten, sehr alten Bekannten der lange Zeit in den USA gelebt und gearbeitet hat und irgendwann wieder zurück in seine Heimatstadt kam. Und dieser Mann wurde damals in der Operation Paperclip, weil er beim Werner von Braun mit im Team war, mitgenommen in die USA und hat dann sein Leben weiterhin in den USA bestritten, war dann auch bei der NASA als Wissenschaftler ähm, beschäftigt. Und bei irgendeinem Gespräch hat sich das irgendwie ergeben, dass mein Vater ihn auf das Thema, Reisflugscheiben angesprochen hat und er hat ihn angeschaut und gesagt, wo oh, weißt denn du das? Und ja, natürlich haben wir das gebaut, hat er gesagt, zu meinem Vater. Aber das war ein anderer Stab, als in dem er nicht beschäftigt war, aber er konnte sich daran erinnern, dass das so war und das war ein Riesenthema. Ich habe dann versucht, dass ich in Kontakt treten kann über meinen Vater mit diesem Bekannten von ihm, aber dieser Mann ist sehr alt leidet in der Zwischenzeit an Demenz und eventuell kann er sich vielleicht noch an die alten Sachen erinnern. Aber ich möchte diesen Mann nicht in seinen letzten Lebensjahren mit solchen Sachen noch irgendwie auf den Keks gehen. Und es ist sehr schade. Hätten wir früher drüber geredet, dann hätten wir vielleicht einen Zeitzeugen gehabt, der irgendwie, den ich vor das Mikrofon, sag ich mal, in Anführungszeichen hätte zehren können, der was erzählen könnte. Aber kommen wir mal wieder zurück zu dem Abgestürzten, UFO oder dem URP. Und halten wir diesen Vorfall im Schwarzwald 1936 einmal für einen Moment für wahr. Dieses UFO stammte nach den Informationen, die mir vorliegen, von der Venus. Und es wird als venusisches UFO bezeichnet. Könnte dieses den deutschen Wissenschaftlern geholfen haben und ihre Entdeckung unterstützt haben? Ich meine damit die Kernspaltung von Otto Hahn und Fritz Strassmann, die 1938 entdeckt wurde oder den ersten automatischen Anrufbeantworter von Willy Müller auch aus dem Jahre 38 oder der erste Computer genannt Zuse Z3 von Konrad Zuse welcher 1941 erfunden wurde oder der Masken von also eine wichtige Innovation beim Metallguss den hat der deutsche Johannes Kroning 1944 mitten im Zweiten Weltkrieg erfunden und dieses sogenannte Kroning-Verfahren verwendet Phenolharz, das sich unter Hitzeeinwirkung mit Quarzsand verbindet und eine besonders maßgenaue, aber nur einmal verwendbare Form bildet. Ich meine, das hört sich doch auch sehr interessant an. Und dann kommen viele Namen, wenn man zum Beispiel mal einen, ich picke jetzt einfach den einen raus und der heißt Viktor Schauberger. Und laut Viktor Schauberger wurde er am 20. April 1944, also Viktor Schauberger war ein österreichischer Förster in den Wäldern des Totengebirges, Konsulent des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Erfinder, Naturforscher und Parawissenschaftler. Jedenfalls seinen Schilderungen zufolge wurde er am 20. April 1944 vom Amt der Technik in Linz vorgeladen und von dort ins Konzentrationslager Mauthausen gebracht. Wo er als Zivilangestellter dem Lagerkommandanten Franz Ziereis unterstellt wurde, um seine physikalischen Experimente fortzuführen und ihm sei befohlen worden, mit Unterstützung von fünf geeigneten Ingenieurshäftlingen Motoren für Flugzeuge und U-Boote zu bauen. Daraufhin wurde mit der Entwicklung eines Repulsator, später Repulsine genannten Implosionsmotors begonnen, bei dem es sich um eine Weiterentwicklung des Flugzeugmotors mit Luftantrieb gehandelt haben soll. Als Bauvorlage diente eine Patentanmeldung Schaubergers, die 1940 vom Patentamt abgelehnt wurde. Die Aussagen von Schauberger variieren aber immer sehr stark, und das ist die perfekte Überleitung zu dem, was ich vorher schon kurz gesagt habe. Und zwar habe ich gesagt, dieses UFO stammte nach den Informationen, die mir vorliegen, von der Venus ab und es wird als venusisches UFO bezeichnet. Wenn ich recherchiere, durchforste ich alle Quellen, die mir zur Verfügung stehen, und die Betonung liegt auf mir. Und natürlich bin ich nicht allwissend, und es gibt bestimmt auch mehr, von dem ich noch gar nichts weiß. Aber egal. Jeder von euch, der sich mit dem Thema Haunebu, Frill und so weiter selber schon auseinandergesetzt hat, musste feststellen, dass sich die Quellen irgendwann wiederholen. Zum Teil die Informationen, denke ich mal, durch Copy und Paste sich verändern, also Namen anders geschrieben werden, die Jahrzahlen ändern sich. Und das, was ich heute hier in diesem Video mache, ist auch für mich eine neue Art von Video in meinem Kanal. Und zwar werde ich auf zwei Bücher eingehen. Es gibt natürlich noch deutlich mehr, aber es sind jetzt mal zwei, die zusätzliche Informationen enthalten. Aber sie enthalten noch viel mehr. Und bevor ich das mache, weiß ich jetzt darauf hin, dass es sich hier nicht um eine in eine bestimmte politische Richtung gesinnte Botschaft an euch handelt, ich hier auch keine Nazi-Esoterik betreiben werde, sondern ich möchte mit euch zwischen den Zeilen Infos herausholen. Punkt. Ich mache das hier frei schnauze, also ohne Vorlage, die ich irgendwo ablese, sondern so, wie es mir gerade durch den Sinn geht. Also habt Geduld und nachsehen mit eurem Peso und dann würde ich sagen, los geht's. So, wir befinden uns jetzt hier in dem Buch von John B. Light, welches heißt also im Deutschen die Entstehung des neuen Raumfahrtzeitalters. Im Englischen heißt das Buch Genesis, und wie ihr seht, sind wir hier im Kapitel 5 Frühe deutsche Entwicklung des Ufos. Hier steht jetzt, die Deutschen schossen 1938 ihr erstes unbekanntes Flugobjekt ab und versuchten danach den internationalen Wettlauf zum Weltraum anzuführen. Die deutschen Ingenieure und Handwerker, erprobt durch Hitlers Crashprogramm zur Kriegsrüstung, machten sich daran, die Maschine von der Venus zu kopieren. Ja, und da sind wir bei so einem Punkt. Ich habe euch vorher erzählt, dass dieses UFO 1936 in Freiburg abgestürzt ist. Es gibt sowohl zu der Version 1936 abgestürzt, zu der Version 1938 abgeschossen, gibt es verschiedene Berichte. Und das ist genau so ein Thema, was ich meinte, Copy-Paste. Aber egal. Schauen wir doch mal rein, was dieser John B. Light hier so schreibt. Interessanter, ich werde immer wieder Teile überspringen. Wie gesagt, das ist freie Schnauze. Jedenfalls schreibt er hier, Ab 1938 wurde in der deutschen Forschung ernsthaft am Implosionsmotor und dem Rundflügelflugzeug gearbeitet. Einer der ersten frühen Erfinder der Implosionsmotoren war Viktor Schauberger, ein deutscher Schweizer, was ich euch ja vorher erzählt habe. Mit dem abgeschossenen UFO schufen die Deutschen eine neue Industrie, um das Alienfluggerät technisch und in den Flugeigenschaften zu kopieren. Eine geheime Fabrik wurde in österreichischen Alpentunneln Untergebracht und die Einrichtung blieb während des größten Teils des Krieges durch amerikanische oder britische Aufklärungsflugzeuge unentdeckt. Die Deutschen betrieben ihre Forschung unter einem Schleier der Geheimhaltung mit noch totalerer Geheimhaltung, als es die Amerikaner beim Manhattan Project zu tun pflegten. So, schauen wir mal hier weiter. Interessanter wird es dann wieder hier unten. Im Jahre 1941 ermöglichte ein amerikanischer Soldat deutscher Abstammung Deutschland einzuschätzen, was die USA auf den fortgeschrittenen Gebiet der Aerodynamik entwickelt hatten. Für 5 Dollar, ich kann hier nicht umblättern, für fünf Dollar kaufte der Deutsche Edward Gunther die Patentbeschreibung von Caldwell's 1936er Rotoplane. Er verkaufte diese für 50.000 Dollar weiter und die deutsche Regierung zahlte schließlich eine Million Dollar für die Patentzeichnung und Beschreibung. Im Juni 1943 wurde der erste deutsche Spion Gunther festgenommen und als Spion verurteilt. Diese Geschichte wurde aus den Nachrichtenmedien herausgehalten, obwohl eine Verurteilung wegen Hochverrats vor einem Militärtribunalgericht im Judicicar Square, Washington DC verhängt wurde. Die Vollstreckung der Todesstrafe durch das Erschießungskommando wurde von Roosevelt rückgängig gemacht. Stattdessen wurde er zu Tode gebracht mit dem elektrischen Stuhl im Sing Sing Gefängnis. Aha. Jedenfalls diese Geschichte mit diesem Coldwell-Ding. Ich überspringe das hier mal ein bisschen. So. Später fuhren die Deutschen, dass die Rosenbergs die Coldwell-Pläne verkaufen wollten und ein deutscher Agent erkannte ihren militärischen Wert und erwarb sie. Der Name Long Island Project wurde verwendet, um die gestohlenen Caldwell-Pläne zu bezeichnen, weil ein deutsches U-Boot nachts bei Long Island aufgetaucht war, um die Pläne des revolutionären Flugzeugs aufzunehmen. Innerhalb von zehn Monaten hatten die Deutschen ihre Version von Caldwells Rundflugzeug fertiggestellt und geflogen. Die deutschen Ingenieure haben genug Wissen aus der amerikanischen Erfindung gezogen, um ihre einsatzfähigen Modelle des Roto-Flugzeuges zu produzieren was ihnen einen Durchbruch verschaffte. Aber sie brauchten mehr Zeit, um ihre Flugscheibe zu perfektionieren, mehr Zeit, als die Notfälle des Krieges erlauben würden. So, schauen wir mal weiter. So, genau, das Fluggerät ist am besten so zu beschreiben, dass es einen Speichenrad gleicht, dessen Speichen eigentlich verstellbare Flossen sind, die sich in horizontaler und vertikaler Position bewegen. In der Mitte des Rades befand sich ein, in einer abgerundeten Narbe, der Schauberger Implosionsmotor, über dem der Pilot saß. Die ganzen Geräte ähnelten aus der Entfernung etwa einem Melonenhut mit breiter Krempe. Was hier interessant wird jetzt, also die haben dann dieses Fluggerät steigen lassen und dann steht hier die Maschine stieg dann auf eine Höhe von über 10.000 Fuß. Die ersten deutschen UFO-Piloten waren jedoch enttäuscht von der mangelnden Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit. Kurz darauf wandelte sich ihre Enttäuschung zu Schrecken. Zusätzlich zu den Menschen am Boden, die das Flugzeug beobachteten, wurde es von konventionellen Jagdflugzeugen begleitet. Plötzlich bemerkten die Deutschen eine andere Präsenz. Eine Luftfahrzeug, eine... Also wahrscheinlich ein Luftfahrzeug hoch über ihnen, das ihrem eigenen Design ähnlich war. Nachdem die Position des Alienfahrzeugs bestimmt war, erkannten die Insassen des deutschen Flugzeugs, dass sie von der Kraft des Fluggeräts über ihnen eingefangen waren. Der deutsche Pilot versuchte, ausweichende Maßnahmen zu ergreifen und die Position seines Fahrzeugs zu ändern, war aber dazu nicht in der Lage. Diese seltsame Erfahrung im Himmel verblüffte die jungen Deutschen gründlich. Festgesetzt im Dilemma, kam eine Stimme in perfektem Deutsch aus dem Radio und sagte, Habt keine Angst, wir sind hier, um euch zu helfen. Die Stimme stellte sich als Venusianer vor und gab an, seine Leute hätten den deutschen Fortschritt seit dem Tag beobachtet, an dem das beschädigte Venus-Schiff 1938 von den Deutschen in Gewahrsam genommen worden sei. Ich bin hier, um dich zu unterrichten, sagte die Stimme, und um dich heil auf die Erde zurückzubringen, was du ohne unsere Hilfe niemals schaffen würdest. Gegenwärtig halten wir sie sicher in unseren Traktorenstrahl, der eine Verkörperung des magnetischen Prinzips darstellt, das sie zu enträtseln versuchen. Er erklärte dann, dass es so überlegen, wie die Metalllegierung des Schiffes war, sie doch ungeeignet sei. Die Legierung würde durch die Reibung beim Wiedereintritt aus dem Weltraum in die Erdatmosphäre brennen. Er erklärte, dass das Metall immer noch zu schwer sei und unter Belastung leiden würde. Außerdem sagte er, muss ihr Antrieb geändert werden. Genau. Deutsche Ingenieure hatten versucht, die Venus-Magnetspule nachzubauen, verwarfen sie jedoch zugunsten der konventionelleren Implosionsmaschinerie, nachdem die Magnetspule keinen kontrollierten Auftrieb erzeugen konnte. Der Fremde wusste von diesem Fehler und sagte ihnen, dass ihre Metallurgen zuerst ein Metall erzeugen mussten, das nur zu den genauen Zeitpunkten magnetisiert sein würde in denen eine niedrigere Spannung durch die Spule geleitet wurde. Er fuhr fort, wohingegen in den früheren Prototypen, den sie verwarfen, das Magnetfeld für einige Zeit aufrechterhalten wurde, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. Konnte deshalb das Fahrzeug nicht sofort auf ihre Kontrolle reagieren. Ohne diese Veränderung im Kraftkern wird ein Fluggerät, Fluggerät unabhängig vom Design immer Antriebsprobleme haben. Der fremde Raumfahrer sprach die jungen Deutschen in vollkommener Ruhe an. Freie elektromagnetische Energie ist das Mittel, das unser Sonnensystem an jedem Ort bereithält. Diese Kraft kann auch bemannte Fahrzeuge schneller und leiser in den Weltraum befördern als die herkömmlichen petrochemischen oder neuen festen Brennstoffe von der Erde. Eines Tages werden deine teuren Erdbrennstoffe verbraucht sein. Aber die freie Energie der Planeten gibt es dauerhaft. Der Fremde ermahnte die Deutschen, Ihr Erdenmenschen versteht das kosmische Wunderwerk dieser Energie, von dem ich spreche, nicht vollständig. Ich wiederhole, sie ist für alle frei, die sie suchen und sie ist ein Geschenk des höchsten Wesens oder der Gottheit. Nutze diese grundlegende Kraft für friedliche Zwecke und sie wird dein Diener. Wie sie Millionen anderer Jahre der Diener anderer Planeten war. Nutzt er sie für den Krieg, könnt ihr nicht länger auf unsere Kooperation zählen oder auf unsere Toleranz. Die Deutschen wurden aufgefordert, ihr Fluggerät stillzuhalten und sich auf, auf sein Raumschiff oben zu verlassen und dann im Magnetfeld des Ufos eingeschlossen, würden die Deutschen sicher abgesenkt werden. Andernfalls, warnte er, werdet ihr eine Bruchlandung erleiden und ihr alle werdet getötet werden. Vertraut uns, fuhr er fort. Ich verspreche, dass wir vor ihren Ingenieuren erscheinen und ihnen beibringen, wie sie diese Verbesserung bei ihrem Fluggerät vornehmen können. Eure Zeit ist kurz. Vorläufig sollte es keine Verzögerung geben. Jetzt lasst mich euch von der Zukunft erzählen. Ich werde zwei von euch in Amerika wieder antreffen, wenn Deutschland und die USA, die jetzt Krieg miteinander führen, wieder Freunde sind. Der Raumfahrer verabschiedete sich, seine letzte Botschaft sollte sich als prophetisch erweisen. So, das war das eine Buch. Jetzt schauen wir uns mal ein anderes Buch an, welches Flugscheiben über Neuschwabenland heißt. Und in diesem Buch... Gibt es ein Kapitel, welches heißt Haunebu und Frill-Flugscheiben, die klassische Haunebu und Frill-Saga und wie alles begonnen haben soll? Hier befinden wir uns im Ersten Weltkrieg. Und hier steht, der Erste Weltkrieg tobt. Viele Menschen fragen sich, angesichts der verzweifelten Lage, was die Zukunft bringen wird. Neue politische und okkulte Vorstellungen aller Art entstehen. Sie haben geradezu Hochkonjunktur in diesen unsicheren Zeiten. Im Sommer des Jahres 1917 sollen sich der klassischen Flugscheibensaga zufolge in einem Wiener Kaffeehaus vier Männer und eine Frau getroffen haben, um ihre Vorstellungen für die Zukunft der Menschheit zu diskutieren. Der Esoteriker und Geopolitiker Karl Haushofer, der Gründer der Thule-Gesellschaft Freiherr Rudolf von Sehottendorf, Sehottendorf, der heißt See Bottendorf eigentlich, das Medium Maria, also das ist genau wieder so ein Ding, was ich vorher meinte: Copy-Paste, der heißt -Bottendorf. Das Medium Maria Ottitsch, 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 eigentlich heißt sie auch nicht Ottitsch, aber jedenfalls aus Zagreb der Ingenieur und Pilot Lothar Weitz sowie Prälat Gernot von der Erbengemeinschaft der Tempelritter. Die anwesenden Personen wollen besprechen, in welchem Ausmaß geheime Offenbarungstexte aus dem Archiv der Erbengemeinschaft sowie weitere Unterlagen aus dem Besitz der Herren vom Schwarzen Stein für ihre Ziele von Belangen sein können. Am Ende des Jahres 1919 findet ein weiteres Treffen von Mitgliedern der Erbengemeinschaft der Templer, der Herren vom Schwarzen Stein sowie anderer Personen statt. Unter diesen Personen befinden sich unter anderem der Fachmann für alternative Antriebsformen Dr. Schumann sowie die beiden Medien Maria Ortitsch und Sigrun. Maria Ortitsch Ortisch, ja, legt auf diesen Treffen medial empfangene Schriften in altsyrischer Sprache vor, die neben einer genaueren Beschreibung des Sonnensystems baran und dessen Bewohner auch genaue Konstruktionspläne einer Flugscheibe des so bezeichneten Jenseitsflugzeugs enthalten haben soll. Um dieses Gerät bauen zu können, wird, so heißt es weiter, 1921 die Fröhl-Gesellschaft gegründet. Nach außen hin firmiert diese Organisation als Unternehmen mit der Bezeichnung antriebstechnische Werkstätten. Im Sommer des Jahres 22 wird, so die Saga weiter, von der Fröhl-Gesellschaft erstmals in einer Scheune in der Nähe von München. An einer kreisförmigen Flugscheibe gebaut. Der Antrieb dieses neuartigen Fluggeräts besteht aus drei Scheiben von 8, 6 und 7 Metern Durchmesser. In der Mitte der drei Scheiben befindet sich je eine runde Öffnung, in der das Antriebsaggregat montiert ist. Im Betriebszustand drehen sich die untere und die obere Scheibe in gegenläufiger Richtung, um zunächst ein elektromagnetisches Rotationsfeld aufzubauen, das bei maximaler Feldstärke die Gravitation abschirmen soll. Das Ganze klingt nach einer tollen Geschichte, doch ist sie auch glaubhaft, wird hier gefragt. Nun, die klassische Flugscheibenliteratur behauptet, dass mit diesem neuen Flugmechanismus zwei Jahre lang anscheinend wenig erfolgreiche Versuche unternommen wurden, bevor sie zerlegt und vermutlich in den Messerschmidt-Werken in Augsburg eingelagert wurde. Später bis zum Jahre 43, arbeitete eben dort auch der geniale Flugzeugkonstrukteur Alexander Lippisch. Diese hatte, hauptsächlich, nee, diese hatte tatsächlich Verbindung zum Flugscheibenbau in Prag und arbeitete zeitweise anscheinend auch mit dem italienischen Turbinspezialisten Belluzzo zusammen, der in Prag ebenfalls am Flugscheibenprojekt beteiligt war. Insofern könnte die in der klassischen Saga angedeutete Verbindung durchaus korrekt sein. Bis zum Jahre 34 soll dann unter Leitung des mittlerweile Professor gewordenen wo Schumann und eines Ingenieurs aus Bochum das erste Experimentalrundflugzeug, das RFZ1, auf dem Gelände der Flugzeugfabrik Arado entstanden sein. Uns interessierte die Frage, wo dieses Gelände. Okay, bla, jetzt hat ihr seht, dieses Buch geht in eine andere Richtung. Es schneidet natürlich die Frill- und Thule-Sachen an. Es gibt noch weitere Bücher. Dazu komme ich dann zum Ende meines Videos. Jedenfalls, hier steht, das RFZ1 hatte das Aussehen einer großen Scheibe mit einer Pilotenkanzel. Daneben besaß die Maschine ein Leitwerk von der Arado 196 und ein paar Kufen. Als Antrieb diente, so wird jedenfalls behauptet, ohne das Ganze näher zu erklären, angeblich ein sogenanntes Zweischeiben-Frill-Antrieb. Ein System, mit dem von uns befragten Technikern und auch wir selber nichts anfangen konnten. Bei dem einzigen Flug des Kfz-1 im Juni 1934 stieg dieses senkrecht auf eine Höhe von ungefähr 60 Metern auf. Ich glaube, das soll nicht Kfz-1 sondern Rfz-1 heißen, aber egal. Dann begann das Gerät in der Luft zu taumeln, da das Leitwerk keine Wirkung entfaltete. Mit knapper Not schaffte es der Pilot Lothar Weitz, das Rfz-1 wieder auf den Boden zu bringen. Okay. Noch vor dem Ende des Jahres 34 war dann, folgt man der Saga weiter, das RFZ-2 fertiggestellt, das wiederum einen Frillantrieb und eine Magnetimpulssteuerung hatte. Und so geht das Ganze dann hier immer weiter Veränderungen an diesen ganzen Fluggeräten. Haben wir dann auch die Erwähnung, wurden die entsprechenden Unternehmungen durch die SS, die in dieser Sonderwaffenentwicklung möglicherweise einen langfristig taktischen bzw. gar strategischen Vorteil erblickte. Dass dem so war, dass nicht darf nicht verwundern, schließlich muss man berücksichtigen, dass der Reichsführer SS Heinrich Himmler ein ausgewiesener Wunderwaffenfetischist war. Er träumte stets von der alles entscheidenden, unbezwingbaren und damit seine Macht aus lange Sicht garantierenden Waffe des jüngsten Gerichts. Genau, hier hat man ein paar Angaben. Das Beispiel die Frill 1, die soll bis zu 12.000 Stundenkilometern schnell gewesen sein. Richtungsänderung musste sie im rechten Winkel durchführen, allerdings ohne die Piloten zu beeinträchtigen. Hier gibt es noch ein paar weitere Wendungen. Das geht dann hoch bis zur Frill 7 Großraumschiff mit einem Durchmesser von 120 Metern. Ein Frill 7 mit dem Namen Odin soll im April 45 mit einem Teil der Frill-Wissenschaftler und Frill-Logenmitglieder von Brandenburg aus nach der Sprengung des gesamten Testgeländes gestartet sein. Und weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass ein anderes Frill 7 nach seiner Fertigstellung Ende 1944 und einigen Tauchversuchen im Mondsee bei Salzburg. Die der Erprobung der Druckfestigkeit der Flugzelle dienen sollte, mehrere Einsätze flog. Zum einen von März bis April 45 Verbindungsflüge zu den geheimdeutschen Stützpunkten in Neuschwabenland, zum anderen ein Geheimflug nach Japan im Mai 45. Neben den gebauten und eingesetzten Typen Frill 1 und Frill 7 soll die Gruppe um Schumann noch einen Frill 2 Zerstörer und einen Frill 9 Raumjäger geplant haben. Ob es in der Frill-Reihe Flugscheiben mit den Bezeichnungen 3, 4, 5, 6 gegeben habe, sei nicht bekannt. Genau. Und dann geht es weiter in die Haunebu-Bauserie. Und das steht hier bei der Betrachtung der Haunebu. Fällt auf, dass seine technische Leistungsdaten noch mehr als bei der Frill-Flugscheibe auf ein Niveau gehoben wurde, das von vornherein und vor allem für den berichteten Zeitraum unglaubwürdig erscheint. Im August 1939, so heißt es in der Saga, startete er angeblich erstmals ein mittelschwer bewaffneter Flugkreisel mit der Bezeichnung Haunebu 1. Er hatte eine Besatzung von 8 Mann, maß 25 Meter im Durchmesser und erreichte zu Beginn eine Geschwindigkeit von 4800 Kilometern pro Stunde und später bis zu 17.000 Stundenkilometern. Es war mit zwei bzw. sechs Kraftstrahlkanonen in Drehtürmen und vier MK106 bestückt. Die Haunebu 1 soll weltraumfähig gewesen sein. Was interessant ist, dass der Autor dieses Buches schreibt, also das Buch ist eigentlich auf Englisch, es hat jemand auf Deutsch übersetzt, aber jedenfalls der echte Autor dieses Buches, er schreibt, dass er meint, dass irgendjemand nach dem Krieg das tatsächliche Vorhandensein von deutscher Flugscheibentechnik entweder in Misskredit bringen oder glorifizieren wollte. Aus welchen Gründen auch immer. Und viele, die an dem Thema interessiert waren, scheinen dieser Manipulation auf den Leim gegangen zu sein, indem sie an die Geschichte der weltraumtauglichen Superflugscheiben glaubten. Fakt scheint nun, dass Flugscheiben mit konventionellem Antrieb bei Kriegsende real vorhanden waren und aufgrund der Geschwindigkeit, die sie erreichen konnten, eben die erwähnten 4300 Kilometer pro Stunde als Wunderwaffen eingestuft wurden. Und das ist genau auch, was ich glaube. Also, so schön das mit diesen Honeybus ist, ich glaube eher an das, was hier steht, wenn es das Ganze überhaupt gegeben hat und siehe auch die Aussage von den Bekannten von meinem Vater. Also es wurde tatsächlich im Dritten Reich an solchen Reichsflugscheiben gearbeitet, aber dass diese weitraum tauglich waren und zum Mond geflogen sind, nein. Aber ich weiß es nicht, das ist nur in dem Fall tatsächlich mal meine Meinung. Und wie gesagt, man kann hier in solchen Sekundärliteraturen... Da stehen so viel Informationen drin, die mir persönlich viel bringen, wo ich weiter recherchieren kann, weil gewisse Begriffe fallen. Und ich denke auch und ich hoffe auch, dass sie euch, also die an diesem Thema Reißflugscheiben, Haunebu, Frill und so weiter interessiert sind, dass euch das auch was bringt, falls ihr zum Beispiel diese zwei Bücher nicht kennt, die ich euch hier gerade vorstelle. Jedenfalls, wenn wir hier mal weiterblättern, dann finden wir hier auch Darstellungen von der Frill 1 und der Frill 2, sowie von der Haunibu 1, 2 bis 3. Und dann geht das Ganze weiter zum Andromeda-Gerät. Und wenn wir hier mal, hier wird auch, sag ich mal, einmal der Begriff Haunibu erklärt, dann wird hier auf das Unternehmen Aldebaran eingegangen. Und, ja. Ich möchte hier nicht weiter, sag ich mal, euch was vorlesen, da ich nicht einschätzen kann, wie dieses Video auf euch wirkt, und ich sehe schon, dass wenn Leute wieder nicht zuhören, was ich am Anfang gesagt habe, irgendwas anderes hier wieder hineininterpretieren. Das Ganze wird nämlich eigentlich sehr interessant, und wenn wir, was mich eigentlich jetzt zusätzlich noch interessiert, das sind diese ganzen Geschichten drumherum, wie zum Beispiel mit den Herren vom Schwarzen Stein mit der Frill-Gesellschaft, der templer gemeinschaft der Thule-Gesellschaft und so weiter und so fort. Und da gibt es wirklich noch viele weitere Bücher, Bücher, die frei verfügbar sind. Ich bin hier auf der Seite archive.org, also archive.org, wo man relativ viel finden kann. Zum Beispiel, wenn ich hier eingebe Haunebu, dann find, seht ihr selber, das ist das Buch, was wir uns gerade eben angehört haben, Ihr findet hier verschiedene Dokumente mitunter auch Audio, files Video-Dateien. Schaut es euch einfach mal selber an und sucht auch mal gern da drin, denn es gibt sehr viel, was man, sag ich mal, zusätzlich sich reinziehen könnte oder sollte, um aus diesen ganzen wiederum Informationen zu erhalten. Denn das Ganze ist schon so lang her. Wir werden, ich denke mal, heutzutage, nachdem ich denke mal, die Masse der Wissenschaftler, die, wenn im Dritten Reich tatsächlich Reißflugscheiben gebaut worden sind, dass diese in der Zwischenzeit A. verstorben sind, B. gerade dabei sind zu versterben und C. Ähm, das waren nicht viele. Das ist ein, ein kleiner Wissenschaftsstab gewesen. Das ist nicht die Masse. Also, wir werden nachdem das so lange her ist, keine Antworten darauf finden. Es gibt, sage ich mal, in diesen Büchern eventuell Informationen, die irgendwo aufgeschnappt worden sind, gerade Informationen, die amerikanische Soldaten, die auf dem Weg zurück nach USA Sachen mitgenommen haben, wo eventuell Informationen damals ausgetauscht wurden, diese in diese Bücher mit eingeflossen sind. Es ist ein Schwieriges Thema, aber wenn man sich, sag ich mal, mit diesem Thema Haunebu, Frillflugscheiben, Reißflugscheiben auseinandersetzen möchte, dann muss man auch durch diese Geschichten durch. Es reicht nicht, wenn man irgendwelche gefakten Videos in seinem YouTube-Video zeigt, wo irgendwelche äh, angeblich echten Aufnahmen gezeigt werden, aber ohne Erklärung dazu und immer die gleiche runtergeratter von irgendwelchen Informationen, die überall nachlesbar sind und die sich. Bei jedem Video, bei jedem Bericht ändern. Aber ihr seht es selber, auch in diesen zwei Büchern ändern sich die Namen, die Jahreszahlen. Aber dieses Buch hat 218 Seiten. Das andere Buch, was wir uns vorher angeschaut haben, das hat 439 Seiten. Also das ist wahnsinn, da sind so viele Informationen noch drin. Wie gesagt, die auch mitunter andere Informationen enthalten, auf die ich nicht eingehen möchte hier in meinem Kanal. Jedenfalls, schaut es euch mal an, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr wollt, dass ich noch weiter auf dieses Thema eingehe oder mitunter, was mich interessieren würde, euch zu erzählen auf diese ganzen, sag ich mal, Geheimgesellschaften, in Anführungszeichen, die dahinter noch stecken, eingehen soll, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Und da würde ich sagen, ein schönes Wochenende für euch und wir hören uns beim nächsten Video. Also macht's es gut, euer Peso. Servus.